Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über ein weiteres Wort, mit dem man einen Bezug ausdrücken kann. Heute reden wir über das Wort womit. Ja, womit. Ja, eine Bedeutung des Wortes womit ist durch welche er eben erwähnte Sache. Ja, durch welche eben erwähnte Sache. Ja, das ist sehr seltsam ausgedrückt vom Wörterbuch. Ja, durch welche eben erwähnte Sache. Aber ich werde es euch erklären. Und zwar zum Beispiel. Ja, er hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. Er hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. Ich könnte auch sagen, er hat etwas getan und mit der Sache, die er getan hat, war ich nicht einverstanden. Ja? Ich ersetze also mit dem, was er getan hat, ersetze ich durch womit. Weil ich nämlich mit womit Bezug nehme auf den ersten Teil des Satzes. Okay? Ich sage, er hat etwas getan. Ja, das ist der erste Teil. Womit ich nicht einverstanden war. Und mit womit drücke ich den Bezug zum ersten Teil aus. Ja? Wie gesagt, ich kann auch sagen, er hat etwas getan und mit dem, was er getan hat, war ich nicht einverstanden. Ja, oder einfacher, womit ich nicht einverstanden war. Okay? Und genau, so wird womit gebraucht. Man nimmt Bezug, aber womit hat auch noch eine andere Bedeutung. Und zwar kann man mit womit auch einen direkten oder indirekten Fragesatz einleiten. Ja, also mit womit können wir auch Fragen stellen. Zum Beispiel, er fragt, womit man diese Tür öffnen kann. Ja, ich kann auch direkt fragen, womit kann man diese Tür öffnen? Ja, das ist die Frage und ich frage einfach, was brauche ich, um diese Tür zu öffnen? Ja, womit kann ich diese Tür öffnen? Was brauche ich, um diese Tür zu öffnen? Antwort, zum Beispiel, einen passenden Schlüssel. Ja, ich brauche einen passenden Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, die Frage ist, wie gesagt, womit kann ich diese Tür öffnen? Ja, oder jemand kann mich zitieren, ja, jemand kann indirekte Rede benutzen und sagen, Marco fragt, womit man diese Tür öffnen kann. Ja, indirekte Rede. Oder wie gesagt, direkte Rede, womit kann man diese Tür öffnen? Ja, und wie gesagt, die andere Bedeutung, durch welche eben erwähnte Sache. Ja, also, womit, er hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. Ja, also, ich habe schon erklärt. Genau, also er hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war, beziehungsweise er hat etwas getan und mit dem, was er getan hat, war ich nicht einverstanden. Ja, also ihr seht, es kommt auch oft ein Teil dieser Wörter immer vor, wenn man sie ersetzt. Ja, also anstatt womit, ja, anstatt dass ich Bezug nehme mit womit, kann ich auch sagen mit da und die Sache nochmal erwähnen. Ja? Oder wir haben auch über das Wort woran gesprochen. Ja?
das kann ich ersetzen durch an, bla 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 und so weiter. Ja? Also da stecken die Präpositionen praktisch in diesen Wörtern auch wieder drin. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das hat die Dinge ein bisschen klarer gemacht und wir sehen uns morgen. Tschüss, danke fürs Zuschauen und wenn dir diese Videos gefallen, dann hinterlass mir doch eine Spende. AuthenticGermanLearning.com/spenden. Vielen Dank im Voraus und bis morgen.